Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Lords of Shulima. Wir stehen vor dem ersten Titan, aber nicht ohne in der Zwischenzeit uns noch etwas verbessert zu haben in Form eines Level-Ups. Ja. Und ein bisschen neue Ausrüstung haben wir auch gekauft, aber das ist alles nichts Herausragendes, was jetzt hier unbedingt näher vorgestellt werden muss. So, was lernen wir denn noch? Ich weiß nicht, hat er 3 Skillpunkte haben wir noch. Da unten nicht, hat auch nichts Neues, ne? Ja, das würde ich vielleicht machen. Bevor die Skillpunkte verkommen. So, die nächste. Bei ihr müssen wir aufpassen, was wir jetzt machen. Das brauchen wir noch nicht. Nee. Den Divine Ray vielleicht. Ich weiß nicht, wie gut er ist. Hey, der ist schon ziemlich gut gegen Untote. Massenregeneration. Richtig, wollten das sollten wir auf jeden Fall machen. Ja, so, die Armor ist auch hoch genug. Ja, ich weiß nicht. Ah ja, 100 Mana. Ja, wir haben noch 7 Punkte. Ja. Schön, dass wir noch 7 Punkte haben. Ja gut, jetzt haben wir 0. Ja. So schnell kann es gehen. So, Ixus. Vielleicht kriegt der ja immer 9. Natürlich nicht. Nee, der kriegt nichts Neues mehr. Der kriegt immer hier. Tactics. Rüstung und ich glaube Weapon Master, würde ich sagen. Ja. Man kriegt auch Stärke und Agilität. Ach, der eine Energiepunkt regt mich immer noch auf. Ja, was will man machen? Ja, ich weiß nicht. Das... Weil man aus so einem Brunnen trinkt und jeder so einen Punkt bekommt. Ja, das kannst du halt auch keinem zeigen, weißt du? Der denkt dann, du hättest das geskillt. Ja, aber nur Noobs denken das. Dann versucht man sich zu rechtfertigen und dann... ja. Haben wir alles gelernt. Ich habe jetzt mal hier den Frostball über das Inferno, weil wir ja noch einen Feuerdämon besiegen müssen. Ja. Also Titan auch. Und Dämon. Ganz viel Feuerwesen. So Speed. Jo. Freya macht... Ja. Mal sehen, was sie macht. Energie und Konstitution. Ich meine ja hier. Ja, Immunity auf jeden Fall. Wahrnehmung können wir mal maxen. Ja. Dann Rüstung. Und die schnellen. Nee. Reflexe sind eigentlich schnell genug bei ihr. Machen wir hier lieber die beiden Sachen. So. Hat sie was Neues? Meine sie jetzt Level 40? Könnte das sein? Song of Victory verbessern wir. Ja, der ist jetzt gemaxt, ne? Ja. Hätte man das. So, was Neues hat sie nicht. Schade eigentlich. Sondern immer Immunity und hier die Bögen. Die muss man jetzt verbessern, auf jeden Fall immer. Konstitution. So, und wir hatten uns ja hier auch vorbereitet mit so einem Buff. Richtig. 5 Speedpoints. Damit wir öfter dran sind. Ob das was bringt und wie viel es bringt, werden wir jetzt sehen. Hatten wir in letzter Folge schon mal so angetestet. Das hatten wir ja alles schon. Ja, da lief es eigentlich ganz gut. Ja, das sollte funktionieren hier. No creature in this world gaze upon a titan and live to tell the tale. Ach, wie er noch redet. So, Song of Victory. Hat noch nicht mitgekriegt, dass schon losgeht. Was? Ich weiß nicht. So, Wundentaktik. Bei einem Monster, was viel Leben hat. Ja, muss. Bluten tut er ja nicht so viel. So. Hm. Ich will machen die Massenregeneration. Ist sie hier? Ich weiß nicht, wo die ist. Nee, hier ist sie. Weil heilen großes braucht man noch nicht. Ja, hier müssen wir jetzt unbedingt die Wunden wegmachen. Weil vergiften müssen wir ihn ja. Ja, das ist... Und dann beten wir jetzt einfach, dass er Gaule nicht tötet. Ja. So ein bisschen Risiko spielen muss man ja auch. Muss. So, jetzt noch eine schöne Wunde hier. Nein! Wunden geheilt. Naja, das läuft ja, ist ja schon 1000 Leben weg. Na, Crater Heal einfach hat man eigentlich noch relativ viel. So. Ist natürlich doof. Ja, dann sollten wir ihn verbrennen. Brennt er denn? Ja, bestimmt. Ist er nicht der Titan des Wassers? Na gut.
der damit geklärt ist. Zwar der Titan des Wassers, brennt aber trotzdem. Überrascht mich, muss ich ehrlich gestehen. Ah, der Feuer-Titan wird nicht so gut brennen. Vermutlich. Ja. Vielleicht ist er ja nur so, weißt du, dem Element zugeordnet, aber besteht nicht daraus. Ach, meinst du nur, weil er der Sohn der Göttin ist, also dann? Ja, irgendwie sowas. Ja, was sagen, der haut der mischt gar nicht so viel raus. Ja, wir sind ja auch ziemlich mächtig. So, Mana-Trank? Ja, also hier. Sprich nichts dagegen, sowas mal zu benutzen. Beim Titan. So, da hat er sich nur Mana gegeben, zum Glück. Nicht, dass er sich noch heilt. Ja, es wäre halt ärgerlich, aber... So, was machen wir denn jetzt hier? Nichts. Macht Divine Prayer. Oder? Ja, ich meine jetzt... So heilen müssen wir ja nicht. Nö. Ich meine, die Massenregeneration ist schon ziemlich gut. Die ist echt wichtig. Vor allem bei einem, der nicht immer alle angreift, ja? Immer nur so ein, zwei. Ja. Bis er dann einmal alle durch hat, sind die ersten schon wieder geheilt. Das sind halt im besten Fall 120 Leben pro Runde. Ah. So, jetzt geben wir uns auch noch ein bisschen Rüstung. Wie viele Effekte hat er mittlerweile? Geht voran. 100. Gut, gut. Dann machen wir einfach weiter so. Wunden kommen ja auch hin und wieder mal dazu. So, jetzt machen wir eine Massenheilung. Und als nächstes dann Mana-Trank und dann nochmal die Regeneration. Die ist gerade ausgelaufen. Sehe ich genauso, dass wir das so machen sollten. Können wir nämlich nicht. Dann nehmen wir hier auch einen großen Mana-Trank. Ich hoffe, der bringt viel Erfahrung hier. Hoffentlich ein Instant-Level. Ich meine, so ein Titan, der eigentlich unsterblich sein sollte. Behauptet ja, er zumindest immer. Das werden wir jetzt beweisen, dass es nicht so ist. Dann sagt er wahrscheinlich, ich gehe ins Exil, weil ich verloren habe. Ach, 2000 noch. Also bisher läuft's außerordentlich gut. Ah, jetzt haben wir bald kein Mana mehr. Nahkämpfern die Mana benutzen. Die machen ja Normalschaden. Ihr kriegt ja schon 100, 120 Schaden pro Runde. Allein durch die Statuseffekte. So, noch einmal vergiften hier. Sehr schön. Siehst du, das ist doch, läuft doch einwandfrei hier. Aber so viel Feuerschaden bekommt er gar nicht. Also hat er schon... Ja, er ist ein Titan. Der ist ja nicht brennt wie Zunder. So, Massenheilung. Dann liegt er auch bald. Ja, 700 hat er. 500. Ja, Meteor ist natürlich auch anfällig. Also da kriegt er 80 Schaden und mit dem Feuer nur so 50 plus Verbrennung. Ja. Das summiert sich ja auch. Ja, wir hätten es von Anfang an mit Feuer machen sollen. Ja, weiß ich denn, dass der Wunden heilt? Das kann keiner wissen. So. 18.000, das ist eine Menge. Nifontes Seele, damit ist er auch tot. Ja. Hold to obtain his power. Ja, ausgezeichnet. Oh, was kann denn so ein Wassertitan? Der Schlüssel der Titanen. Wir erhalten den Schlüssel von der Kette, die der Titan um den Hals trug. Die große Statue liegt jetzt bewegungslos. Nein. Die große Figur. Also liegt jetzt bewegungslos wie eine Statue. Als ob ihm niemals Leben innewohnte. Sehr schön. Die Titanen. Die großen Titanen des Sees wollte.
oder der große Titan der See, wollte mir seinen Schlüssel nicht geben, auch nicht, als ich ihn mit dem Namen seiner Mutter anrief, Nalaid. Ich weiß noch immer nicht, was diese unglaublichen Kreaturen an die Macht Jules bindet, welche in den Tempeln der Lords of Shulimar entspringt. Die göttlichen Tempel. Ich habe jetzt den kolossalen Nifonte besiegt, den Titan der See. Ich halte jetzt den göttlichen Schlüssel zum Tempel Nalaids in meinen Händen. Ich muss mich beeilen, um den Tempel vom Bösen zu reinigen. Ja, aber wir haben es nicht so eilig, denn wir erkunden hier erstmal. Da wird ja gelacht. Das kleine Inselchen hier. Ist das überhaupt eine Insel? Sieht eher aus, als ob das irgendwie ein Wolken wäre. Ja, das ist aber eine Insel, das ist ja Nebel. Ja, nichts hier, also... Ich dachte, man könnte da mal so einen großen Schluck aus dem Brunnen nehmen. So, wo ist denn unsere Seele? Ja. Hier soll gar nicht. Haben wir keine. Doch, da ist er. Cool. Hat er sogar einen Preis. Sollten wir die benutzen? Ich weiß nicht, behalte sie lieber. Moment, wir speichern und benutzen sie. Andererseits haben wir den Schlüssel ja auch. Oh, 3 Punkte für alle Attribute, das ist mächtig. Jetzt hat Ixus 20 Mana. Ja? Weiß ich nicht. Vielleicht. Sind es nicht nur Resistenzen gewesen? Nee, Mana. Ja, in all... Oh, wie mächtig. Und das war der schwächste Titan. Ja. So, erstmal regenerieren hier. Fahren wir zurück. Auf nach Westen. Jetzt erzählen wir, oh, wir haben den Titan besiegt und keiner glaubt es uns. Ja, ja, das kann ja jeder sagen. Wir hätten seine Seele nicht benutzen sollen. Hätte man die herumzeigen können. Was stand da? Wir haben es geschafft, irgendwas zu erreichen. Ja, wieder nach Devonia. Also war ganz normale. Ja, die Standardmeldung, okay. Die man bekommt, wenn man nach Devonia kommt. Ich dachte, das wäre irgendwas Weltbewegendes gewesen. Ja. Wir haben ja auch das 8. Mausoleum gefunden. Genau, da gehen wir ja jetzt hin. Ja, ich wollte gerade fragen, was wir jetzt machen. Ob wir da hingehen oder ob wir... Nee, wir sind nicht in so einer Eile, den Tempel zu reinigen. Wir wollen erstmal das 8. Mausoleum, wo wir noch nicht drin waren, erkunden. Und dann haben wir hoffentlich den Beweis, um aus dem Horn zu trinken und unsterblich zu werden. Ich möchte ihn aber auch so ein bisschen töten. Ja, demnächst. So, dafür müssen wir nach Karagar. Ja, er sagt bestimmt ja. Hat betrogen, wir kämpfen jetzt. Dann haben wir das Horn. Das Horn der Macht. Nee, das ist nicht gut. Das ist bestimmt gut. Die Seele war schon ziemlich gut. Die war echt gut. Das war das Beste, was wir bisher gefunden haben. Außer vielleicht diesem Diamanten. Dem ich noch nicht weiß, was er macht. Oder meinst du den Rubin von dem? Ja, meine ich doch. Ja, das ist bestimmt nur teuer. Sind Rubine nicht rote Diamanten? Oder sind das eigene? Ah, wer weiß. Ja, ich nicht. Ja, ich bilde mir ein, das wären einfach Diamanten, die durch irgendwelche Verbindungen so gefärbt sind. Das ist ja auch der Beweis, dass wir nicht drin waren. Das ist nämlich noch nicht geknackt. Ja. Und da das so einfach ist, denke ich mal, es wird nicht allzu schwer sein. Das Mausoleum? Ja. Nee, auf keinen Fall. Das werden wir schon schaffen. Ja. Ja. So fängt's an. Türen? Ach. Oioioi. Das ist gut. Was? Hier gibt's nicht so viele Wege. Ja, hier geht aber nichts auf. Es sind noch mehr Türen. Ah, die hier geht bestimmt auf. Boah. Der Arsch ist aber nicht angestrengt. Nee, wirklich nicht. Wieso entdecken denn die Fallen nicht? Oh, Loot. Gar nicht mal so schlecht, der Ring. Da haben wir schon Schlechteres gefunden. So, aber welche Tür ging jetzt auf? Die nicht. Das hier, die geht wahrscheinlich als letztes auf.
Wahrscheinlich sind es einfach zwei Hebel für die mittlere Tür oder so. Ja, egal. Ja, richtig. Wir wollen das hier jetzt nur schnell hinter uns bringen. Oh. Gemeinheit. Ja, kannst du zumindest gucken, was das ist? Hab ich doch. Nein. War nichts. Okay. Ah, gut. Ah, es ist schon wieder zu unsymmetrisch. So, es ging bestimmt die Gegenüber auf. Gar keine Fallen hier. Und nein. Nur Laufarbeit. Die Töpfe können wir kontrollieren. Kontrolliert und nichts gefunden. So, heilen können wir uns hier nicht. Oh, da sind irgendwo auch Gegner in der Nähe. Ah, das ist wahrscheinlich schon der übelste Boss da. So, Mund zu. Ah, immerhin 3000. Aber lohnt sich schon. Das war gut hier. Man musste nur einmal richtig raten und dann hatte man's. Sehr gut. So, andere Seite. Na gut, ist ja doch relativ offen. Sichtlich, wie das hier funktioniert. Ja, relativ. Einfach öffnen und dahin gehen, wo es hingeht. Solange es keine Teleporter-Rätsel sind, ist das alles hier machbar. Ach so, aber... Bevor wir ihn töten, machen wir nochmal Pause. Ja. So. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Und dann geht's nach Vilak und zum Tempel. Bis dahin.